So, da sind wir wieder bei Let's Play Dying Light mit mir, Jarkon von Ulje Gaming. Und wir machen uns wieder in der Nacht auf den Weg, um Jay zu treffen. Ja, wir sind lebensmüde. Ganz genau. Aber das wisst ihr ja schon. Und wir springen und öffnen und sammeln ein. Jetzt regnet es auch noch. Ich mach mir ein Zimt. Muss ich den jetzt genau hin? Map. Oh, das ist ganz schön weit. Was ist denn das hier eigentlich? Herausforderung Psycho? Könnte man auch machen. Ach so, okay. Das sind also die ganzen kleinen Mini-Missionen. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg zu Jade und werden die Apotheke überprüfen und Jeffs Festung hinter dem Bahnhof aufsuchen. Wenn wir es bis dahin schaffen, natürlich. Das ist hier natürlich die Frage. Kann man sich irgendwie eigentlich Wegpunkte setzen? Ja, das geht. Hört sich gerade an, als ob mir schon einer auf mich zuläuft. Oh Gott, diese Kackviecher. Sie machen mir echt ein bisschen schwammige Knie. Wir kommen hier nicht hoch. Ah, doch. Geht auch. Dann springen wir hier hin. Zack. Wo seid ihr alle? Nein. Ganz genau. Weitergehen. Drecksvieh. Stöhne ich wieder so rum. Oh nein. Scheiße. Halt's Maul. Oh Gott, ich sterbe vom ersten. Leck mich am Arsch. Ich glaube, ich leg mich doch gleich ins Bett. Was ein Scheiß. UV-Lampe. Ich habe keine UV-Lampe, aber danke für den Hinweis. Alter. Also auf den Kampf brauche ich mich mit denen nicht einlassen. Leck mich fett. Na gut, wir probieren es nochmal. Ansonsten wird es... da ist ja schon wieder einer. Wenn es überhaupt nicht hinhaut. Ach, die Nacht ist vorbei. Naja, gut. Dann kann ich da auch nichts für. Das war nicht der Plan. Ich wollte eigentlich hier noch ein bisschen Action machen. Also, mir in die Hose. Was habe ich eigentlich noch für Waffen? Kann ich den reparieren? Ach, den Hammer kann ich auch schon wieder nicht mehr reparieren. So, Wegpunkt ist noch gesetzt. Dann geht's auf. Ich glaube zur Apotheke, wenn mir nicht alles täuscht. Das werden wir jetzt schnell erledigen. Crane, Yelena. Ist dort Crane? Alter. Kannst du mich hören? Wer ist da? Hier ist Tolga. Und Fatin? Wir arbeiten für Mr. Dahl und haben eine Aufgabe für dich. Komm schnellstens her, Dali Dali. Ist so einer, der wirft mit Sachen. Wie unhöflich, Tolga. Rede nicht so mit ihm. Jetzt sollen wir Lehrer. Hör auf, Fatin. Misch dich nicht ein. Da draußen müssen Dutzende. Was kann ich für dich tun? Toll. Wie viele von uns wohl beim Sammellehrer Pillenflaschen drauf? Mensch, jetzt quatscht doch nicht alle durcheinander. Echt eigen. Toll. Was für ein Scheiß labern die denn hier alle? So, was ist jetzt hier? So leicht kommst du mir nicht davon. Ja, jetzt. Ach, da. Wegpunkt ist nicht ganz richtig. Das hier?
Man sagt, du verkaufst Antizin? Wer sagt das? Ein kleines Vögelchen? Derselbe, der auch sagt, dass du Dreck zusammen kochst und in falsche Ampullen füllst. Müll? Meine Formel ist um Längen besser als dieser Mist aus den GRI-Paketen. Sie hält nicht nur gesund, sondern verleiht auch Superstärke. Unglaubliches Tempo. Und Laseraugen. Ich könnte dich mit einem Blick verbrennen. Ich mach deinen Laden dicht. Ja, Yusuf sagte schon, du würdest Ärger machen. Tja, Yusuf hatte wohl recht. Und du bist so gut wie tot. Wir haben Besuch. Jo, macht mal keinen Scheiß hier. Was zum? Runter mit dir. Was war das? Was für Kräfte? Was ist denn jetzt hier los? Wow! Scheiße! Probieren wir nochmal aus. Ende Gelände, verstehst du? Shit! Mein geiler Wrestling-Move klappt nicht. Wieder hoch. Ach Mann. Oh doch, hab getroffen. So. Ah, die ducken sich alle. Oh, ich glaube, das geht gleich in die Hose. Ich muss die Pistole nehmen. Ihr kommt erstmal alle schön hierher, würde ich sagen. So. Aua, 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 aua. Scheiße! Waffenwechsel! Oh Gott, ich bin so gut wie tot! Ah! Ich hab nichts! Oh, ich hab wieder nichts! Nichts hab ich! So, zum Ausflippen! Wow, 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 wow! Das gibt es doch nicht! Oh, Mann! Bin ich jetzt? Also jetzt machen wir erstmal wieder ein scheiß Medikit. Immer vergesse ich, dass mir... Oh, Mann, nee. Rast dich aus. So, was ist los hier? Ich muss mir wenigstens Medikits machen. So ein Schrott. Ja, eins, wow. Und woran liegt's? Ja, ganz genau, weil ich nichts einsammle. Und nichts kaufe und so weiter und so fort. Kann ich denn noch irgendwas kaufen? Von dir nicht. Hier auch nicht. Und dir hier. Ah Gott, ich will jetzt gerade keine 1000 Nebenquests. Ein neues Outfit. Hm, das ist cooler. Irgendwie Sportler geiler, ne? Aber was bringt mir das alles? Bringt einem das irgendwas oder ist das jetzt nur zum Spaß hier so ein paar Bildchen? Na, draufgeschissen. So, jetzt kommt her, jetzt mache ich euch. Hab ich. Ach nee, meine Waffe ist jetzt auch wieder weg, ne? Oh Gott. Na, das ist ja für'n Arsch. Ja, geil. Tja, ohne Munition wird das, glaube ich, da nicht wirklich was werden. Weil mit der... Das kann ich jetzt noch einmal reparieren. Kann ich da jetzt noch mal irgendwas dran machen?
Nett. Aber wahrscheinlich auch für die Katz. Naja, weiter geht's. Na komm. Hopp. Na, ist ja doch wieder ganz schön weit. Sah irgendwie eben näher aus. Na gut, da sind wir. Ach, so ein Scheißviech. Weg damit. Ja, ich jetzt? Ach, Scheiß. Ach so, ist ja doch nur einer. Ja, das ist ja natürlich machbar. Ende Gelände, verstehst du? Hä? Na komm, das kann ich auch. Soll das ein Gefühl? Au. Okay. Lena, hier Crane. Geschafft. Richten Sie Bracken aus, die Puncherbude hat dicht gemacht. Gut gemacht, Crane. Das freut mich sehr. Geht's Ihnen gut? Ja, aber Yusuf hatte Sie schon vor mir gewarnt. Das hatte ich befürchtet. Bracken wollte ihn einsperren, aber er war schon abgehauen. Wenn er zurückkommt, knöpfe ich mir den Kerl mal vor. Außer bei hier krallt ihn sich zuerst. Sehr gut. Immer, immer her damit. Auch schließlich Medikits. Hier noch was? Das. Ach, Nachricht, Nachricht. Hm? Ah, so ein Sch. So. So wird das langsam was. Was ist da jetzt? Was ist das, mein Wegpunkt? Ja, nächster Wegpunkt. Und zwar. Ach, jetzt ist hier auch noch wieder was. Das mache ich jetzt, glaube ich, nicht. Oder mache ich das? Wir machen das mal. Und dann gehen wir zu Jade. So ist der Plan. Man muss sich ja für irgendwas entscheiden. Tagsüber ist das echt immer relativ harmlos, ne? Da kann man immer noch gut fliehen. Nur die Zombies sind relativ langsam. Den Massen kann man aus dem Weg gehen. Weil dafür gehen einfach die Waffen auch viel zu schnell kaputt, dass man sich mit denen jetzt ewig anlegen könnte. Auch wenn es natürlich mal ganz lustig ist. Aber es muss ja nur nicht sein, ne? Mit diesem Eisenwaggon da bin, da denke ich mal, ich glaube Staffel 4 Walking Dead. Spoiler Alert! Nein. Habt da bestimmt alle schon geguckt, ne? Wow! Mann! Immer aus dem Nichts. Ich sehe die Spackos immer nicht. Ah, diese Dreckszombies. Bisschen zu kurz. Wer schießt hier wen? Mit wem redet der denn jetzt? Mit mir? Der wird mich doch nicht erschießen, oder? Kuckuck. Wer hat denn da eben gesprochen? Ich muss nach oben. So, wer schießt jetzt hier? Wie? Sicherheitszone? Jetzt muss ich wieder runter? Ich will wieder so. Manchmal ist das ein bisschen irritierend. Ja, nun? Jetzt soll ich wieder hoch? Ich bin am Verzweifeln. Ich will. Das ist doch jetzt meine Nebenmission. Wo ist jetzt der Punkt, wo ich hin soll?
Muss ich da rein? Ach, da ist ja jemand. Hey, Jeff. Das ist der Fort Jeffersonturm und Sie werden mich mit Kommandant Jeff ansprechen. Ich mache hier die Regeln. Das ist eine Schelle, Junge. Nicht Bracken, nicht Rais. Das ist Jeff Hausen. Oder Jeff Bergen. Jeff Burg. Neu Jeffingen. Hey, Jeff. Kommandant Jeff. Es ist ein Notfall. Die Stadt hat kein Gas mehr. Ach ja, das war ich. Sie haben das Gas abgedreht? Das Installieren der Höllenwand am Fort Jefferson erforderte eine Unterbrechung der zivilen Gasversorgung. Sie haben meine Erlaubnis, diese wiederherzustellen. Das sollten Sie erledigen. Keinesfalls. Meine Abwesenheit würde die Basis gefährden. Das ist eine Aufgabe für entbehrliche Kräfte. Kommandant, ich melde mich freiwillig. Guter Mann, wie immer Sie auch heißen. Wäre schlecht, Sie zu verlieren. Also, öffnen Sie die Ventile der einzelnen Quadranten sowie die Hauptverteilungsschleuse. Melden Sie sich bei mir und ich stelle den Gasdruck für die Stadt wieder her. Hey, falls Sie die Mission überleben, dürfen Sie als erster Zivilist die Höllenwand bewundern. Oh, ich bin so ein herzensguter Mensch. Ich melde mich für alles freiwillig. Ganz groß, ganz groß, ganz groß. Naja, auf geht's zu Jade. Den Rest machen wir später. Ah, ich brauche ein Auto, ein Moped, ein Fahrrad. Dauze. Ein Fahrrad hätten sie mal einbauen können. Schön noch mit nämlich Spikes. Du machst einen Wheelie und dann vorne am Rad. Ja, das wäre nice. Hallo. Mann. Oh, da sind wir gleich. Jade, ich komme. Da ist der Waggon. Wo bist du? Hey. Komm her. Schau dir das an. In dieser Schule geht etwas vor. Tahirs Männer sind seit Stunden damit beschäftigt, Kisten wegzuschaffen. Wir müssen uns das genauer ansehen. Was ist in den Kisten? Gute Frage. Sollte es Antizin sein, holen wir es uns. Jade, wo sind... Mist. Oh. Gefangene? Glenn! Dieses Schwein da hier... Sollte in der Hölle braten. Wir... Scheiße, wo ist die jetzt hin? Komm. Nach so einem Schuss wird er wahrscheinlich nicht mehr leben. Zumindest nicht, wenn er sich hier so bewegt. Nicht bewegt. Vielleicht auch ein Grund für die Initiierung, wobei Call of Duty und wie viele Typen sind in der Schule? Das sind doch dauernd solche Zwischensequenzen, oder? Verwechsel ich da jetzt was? Voll das Sehen und alles sehr auf realistisch getrimmt. Bevor ich mich wieder aufrege. Jade, wo bist du jetzt hin? Jetzt habe ich schon nicht aufgepasst. Ach, wer so eine Spookies. Ey, du. Was ist das? Einfach.
So, das sind die Spookies, ne? Mist, verriegelt. Jade, diese Tür ist von innen abgeschlossen. Gibt's eine alternative Route? Ich habe als Kind oft hier gespielt. Soweit ich mich erinnern kann, gibt es einen Kellereingang auf der Rückseite. Probier den. Ja, Schätzelein. Lass mal früher sagen. Laufen wir da mal hin. Oh. Wow. Lass mich in Ruhe. Bist du alleine? Ey, was für Arschen? Ey, ich treff auch den scheiß Kopf nicht. Also. Och, nüchter. Oh, ich kann doch schon wenig reparieren. Ne, die ist ja genauso abgeschlossen. Noch eine Sackgasse. Okay. Dann nimm denselben Eingang wie ich. Ich hoffe bloß, wir kommen irgendwie anders raus, falls es sein muss. Geh zum Außengebäude auf dem Dach. Laune. Aber kann ich damit jemanden töten? Ich bezweifle das irgendwie. Gleich nochmal. Komm, steh auf. Naja, wenigstens habe ich dann Zeit, ihn in den Kopf zu haben. Ein Lebender wurde getötet. Oh, ein elektronisches Bauteil. Das habe ich schon lange gesucht. So, auf geht's. Hoch. Hier komme ich jetzt nicht so einfach hoch. Oh, die Polizei ist auch schon da. Ja, da oben für eine. Ja, ja, GRE-Paket. Warum komme ich denn jetzt hier nicht hoch? Das geht also auch nicht. Irgendwas? Nö. Ach nee, die Triche mache ich jetzt nicht. Wo geht's denn jetzt hier hoch? Was ist das hier? Ich nehme alles mit. Ich nehme alles mit, was ich jetzt kriegen kann. Damit ich mir schöne Sachen bauen kann. Nicht rum. Aber wo weiß denn der Weg nach oben? Bin ich denn jetzt überhaupt hier? Hab ich was auf den Augen? Da komme ich auch nicht rum. Mann! Den hab ich überhaupt nicht gesehen! Oh Gott! Wo ist er? Mach ich wieder hier einen Superjump. Ich sehe nur leider im Gebüsch nichts. Dann komme ich nicht hoch. Und hier komme ich auch irgendwie nicht hoch. Ach, jetzt doch, oder was? Nehmen wir mit. Na, guck mal her. Zack, habt ihr das gesehen? Schöne Kombi. Klasse dabei. Süße. Oh, Kinders. Müssen wir erst auf den Stuhl stellen? Diese ekligen Spucker. Oh, nicht so ein Vieh. Ja.
Was? Oh, trifft er mich schon hier? Ich dreh durch. Sieht schon wieder nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Und heilen, 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 heilen. Wo kommt ihr denn her, ey? Warum hat er den gerade nicht richtig draufgeschlagen? Hau doch jetzt mal drauf. Hau doch jetzt mal drauf. Alter, ich dreh durch. Ich habe keine Kondition mehr. Ich habe keine Kondition mehr. Ja, genau. Noch so ein Affe. Und wie lange lebst du denn, bitteschön? Nicht aufregen. Nicht aufregen. Alter. Ja, genau. Ich würde sagen, das soll für diese Folge reichen, bevor ich hier völlig ausflippe und meine Unfähigkeit noch mehr präsentiert wird. Als eh schon regeneriere ich mich lieber erstmal wieder. Macht's gut. Danke fürs Zusehen. Bis demnächst. Ciao.